Hey, hier ist wieder Kati und ich möchte heute über Projektion sprechen. Ein Phänomen, das in der Psychologie beschrieben wird und was in vielen Beziehungen auftaucht und für Probleme sorgt. Und deswegen finde ich es wichtig, dass du weißt, dass es das gibt und ja, dir auch ein paar Hinweise an die Hand geben möchte, wie du damit umgehen kannst. Projektionen oder manchmal wird es auch Übertragung genannt. Und wie das Wort schon sagt, wie du vielleicht kennst, der Projektor, mit dem wir Filme schauen, ja, da ist ein, in deinem Kopf ist ein bestimmtes Bild und das projizieren wir auf etwas anderes drauf. Und das ist dann unser eigenes inneres Bild, das wir in etwas oder jemanden anderen hinein projizieren, also hineinbilden, abbilden. Und wenn wir das machen, dann ist es häufig unbewusst. Und wir bemerken es daran, dass bestimmte Personen oder Dinge sich nicht so verhalten, wie wir wollen. Oder wir sogar Abneigungen dagegen entwickeln. Und ich möchte dir mal ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel Geld. Das ist ja eigentlich nur ein Papier, wo eine Zahl drauf gedruckt ist. Aber fast jeder von uns hat irgendwelche Projektionen, also projiziert in Geld irgendwas hinein. Dass es schlecht ist, dass es gut ist, dass es nur für wenige da ist, dass es nicht genug ist. Und so projizierst du deine eigene Wirklichkeit in dieses Stück Papier hinein. Oder auch bei Politikern. Ja, das ist eigentlich einfach ein Mensch, der da seinen Job macht und du kannst aber all deine Frustration oder was auch immer du da gerade hast, da rein interpretieren und auf ihn projizieren oder auf sie. Und dann steht diese Person für alles Mögliche, also für viel mehr, als sie eigentlich ist. Oder auch in Beziehungen, Partnerschaften. Ich erlebe das ganz häufig in Familienaufstellungen, dass in den Partner zum Beispiel der Vater oder die Mutter projiziert wird. Also dass man Verhaltensmuster, die man beim Vater erlebt hat zum Beispiel, dann auch in den Mann hinein projiziert und dadurch, dass die Person dann aber nicht wirklich gesehen sich fühlt, weil halt du immer auch die andere Person darin siehst, fühlen die sich dann missverstanden. Und so kommt es halt dann in Beziehungen zu Missverständnissen. Oder auch in Filmstars. Da wird ja auch einiges reininterpretiert, wie toll und perfekt. Oder auch ich als Heilpraktikerin, wenn ich Seminare mache, dann glauben auch ganz viele, wenn ich da halt vorne sitze und anderen auf den Weg bringe und helfe, dass ich das alles schon erledigt habe und da. Ja, aber ich bin auch ein Mensch, der Fehler hat und der wunde Punkte hat. Aber es passiert so schnell, dass wir in andere Menschen Dinge reinprojizieren. Oder auch, das hatte ich neulich, oder jetzt gerade vor kurzem, dass ich mich in jemanden verliebt habe und meine ganzen Sehnsüchte hineinprojiziert habe. Ja, der Wunsch nach Beziehung, nach Partnerschaft, nach Nähe, nach ja, so rein und da aber gar nicht die wirkliche Person gesehen habe. Ja? Und so passiert das halt im Alltag und immer wieder. Also du kannst deine Wünsche, deine Sehnsüchte, auch Ängste in bestimmte Dinge oder Personen hineininterpretieren. Auch Ideale werden reininterpretiert, ja, oder bestimmte Glaubenssätze, wie beim Geld oder so, ne? Das wird da alles reinprojiziert. Und so, ja, und wie kommst du da raus? Oft bemerken wir das, indem es irgendwie so Missstände gibt, ja. Das Gehirn neigt dazu, oder nicht neigt, es ist die Aufgabe, dass wenn du jemanden frisch zum Beispiel kennenlernst, du hast ein paar Erlebnisse mit der Person und dein Gehirn füllt aber den gesamten Rest einfach mit Erfahrungen aus, die dann aber gar nichts mit der realen Person zu tun haben.
Ja, wie bei der rosa Wolke, wenn ich mich verliebe, dann sehe ich nur das Schöne und projiziere all meine tollen Sachen da rein und dann bröckelt die Fassade und die Projektion hält nicht mehr stand. Ja, die Person erfüllt nicht das, was ich mir da rein interpretiert habe, was ich rein projiziert habe. Und in dem Moment, wo du das bemerkst, das können zum Beispiel auch negative Sachen sein, ne? Wenn ich etwas an jemanden ablehne, dann projiziere ich da etwas, einen Schatten hinein. Ja? Etwas, was ich in mir selber nicht annehmen kann. Und dann ist es halt gut, dass diese, zum Beispiel ich jetzt mit dem Verliebtsein, ne, dann einfach zu erkennen, aha, das sind meine Sehnsüchte, die ich da habe. Und oder meine Glaubenssätze, die ich in irgendwas hinein interpretiere. Ja? Und das zu erkennen. Und da hilft halt Bewusstsein, da reinzubringen in die Situation. Ja? Bei der Familienaufstellung, die Dinge aufzudecken. Aha, mit wem habe ich denn die Person verwechselt? Was für Glaubenssätze stecken denn dahinter, hinter diesen Projektionen? Welche Bilder? Ne? Also wie hole ich das zu mir zurück? Und was sagt es über mich aus? Welche Teile wollen da gesehen werden? Welche Teile wollen befriedigt werden? Welche Teile kann ich mir selber schenken? Oder was gibt es zu tun? Ja, wenn ich irgendwelche Politiker, der müsste doch mal das und das. Und dann sind es Dinge, die ich tun muss, die ich tun möchte, die ich für mich tun kann. Ja, und da hilft einfach zu reflektieren, ja, Bewusstsein in die Dinge zu bringen, Meditation. Einfach wacher Geist, ja, und dann auch die Dinge, ja, in dir selber anzuschauen und anzunehmen und vielleicht auch in Handlungen umzusetzen, so. Dich dafür einzusetzen, für das, was du dir wünschst, was du willst. Ja, und die Eigenverantwortlichkeit zu erkennen, ja, dass ich selber für das verantwortlich bin, was der andere Mensch da vielleicht eigentlich mir geben soll. So, ja. Und ich schaue hier gerade nochmal auf meinen Zettel, weil das, dass ich auch nichts vergessen habe. Ja, aber ich glaube, das ist es schon. Ja? Also diese Projektion dann zu erkennen und weil sie sind eigentlich fast nicht zu verhindern. Sie passieren immer wieder und es ist einfach nur wichtig, dass wir sie erkennen und dann in dem Moment aussteigen aus dem Film und ja, die Dinge zu uns zurückholen und zu bemerken, dass es gar nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern dass es mein eigenes ist, was da in mir gesehen werden will. Ja, und es ist schön zu bemerken, welche Filme da in uns ablaufen und welche Sehnsüchte und Wünsche und Ängste da sind und dann mit denen umzugehen. Ja, also das sind Projektionen und wenn du selber Erfahrung dazu hast, dann schreib mir gerne in die Kommentare und ansonsten, ja, wünsche ich dir ein immer wacheres Dasein in Beziehungen und ja, viel Liebe dabei für dich selbst und auch für die anderen.